So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe des Live-Trading-TV-Formats von JFT Brokers. Heute war definitiv kein guter Tag für den Xetra DAX, denn wenn man hier auf diese Tageskerze schaut, ist ein Bearish Engulfing. Gleichzeitig, aber die Woche ist ja noch jung, gleichzeitig ist es hier eine Shootingkerze im Wochenchart und zwischenzeitlich ist der Index unter die 9100 Punkte Marke gefallen. Nachbörslich sieht jetzt die Sache ein bisschen anders aus. Da steht der DAX bei 9170 Punkten rund. Der DAX hätte ich jetzt hier oder hat er heute auf jeden Fall die Möglichkeit bis 9.350 anzusteigen und dort entscheiden dann die Marktteilnehmer, ob es noch bis 9.6 hochgeht oder von dort nochmal weiter nach unten fällt. Wie ich schon letzte Woche erwähnt habe, die antizyklischen Käufe fanden hier unten etwa statt. Wurden zweimal ja 300 Punkte schon mitgenommen. Die andere Position liegt jetzt hier noch rund 100 Punkte eben im Plus, was aber ja auch nur ein von dem 3-Stufen-Plan war, eine Positionsgröße. Weitere antizyklische Position werde ich nicht aufnehmen. Ich werde höchstens noch hier das Gap Close vielleicht traden und auch eben vorstellen. Aber alle anderen Setups, auch bei den Aktien, werde ich nichts mehr Antizyklisches aufnehmen. Wenn, dann sind es eben prozyklische Signale in unterschiedlichen Zeiteinheiten, aber definitiv keine kompletten antizyklischen Setups. Hier bei Bayer wurde jetzt die SMA 200 sogar nach unten wieder oder deutlich nach unten durchstoßen. Bei der Daimler-Aktie konnte nur den EMA 200 anlaufen. Hier gab es eben auch einen bärischen Abprall am Monatswiderstand. Die Siemens-Aktie ist eben hier, liegt dazwischen. Also noch sind die Setups noch möglich, aber hier läuft ja kein ganz spezielles. Es waren ja immer nur vorgestellt, die Top 7 Setups. Airbus und Morphosis sind ja die richtigen Setups und die US-Werte, auf die kommen wir dann gleich zu sprechen. Naja, BASF sieht jetzt im Wochenchart auch eben nicht prickelnd aus. Genauso wenig wie eben eine Telekom. Aber jetzt schauen wir eben dann den US-Markt an. Hier gab es unter anderem ein vorgestelltes Szenario über der 4020er Marke. Und da gab es eben das Kaufsignal. Aktuell ja, ist er jetzt hier an der horizontalen, bei der 4100 Punkte Marke kommt er nicht rüber. Im Tageschart hat er hier den EMA 10 zurückerobert und könnte ja hier eben bis 4130 noch ansteigen. Der S&P 500 Index, der sieht definitiv besser aus, eben auch als der DAX. Kommt hier wieder zurück über den Unterstützungsbereich. Aber auch hier kann sich eben dieses Gerüst kann auch nur eben eine Welle von einer weiteren größeren Welle sein. Also hier muss man eben aufpassen. Man kann hier über 1950, sollte der Index darüber ansteigen, dann hat sich die Lage definitiv entspannt. Darunter
ist im Prinzip dann hier auch schon noch was möglich. Kommen wir zu den Einzelaktien. Hier sollte man jetzt auch langsamer Gewinne sichern. Amazon stand schon höher, konnte nicht mehr die letzte Bewegung mitnehmen. Also die heutige Tagesbewegung nicht mehr mitnehmen, sonst lief die sehr gut. Die Google-Aktie oder Ex-Google, jetzt Alphabet-Aktie. Ich bin schon so lange dabei, für mich bleibt es immer die Google-Aktie. Ja, hat hier keine dynamische Aufwärtsbewegung einleiten können, also hier droht definitiv auch noch ein Tief. Einstand war ja hier optimal gewählt, lag man kurzzeitig ja, 25 Punkte, 25 US-Dollar im Plus, aktuell noch rund 20 oder unter 20. Auch hier Gewinne sichern, mitnehmen, Teilgewinne oder ganz verkaufen. Die Apple-Aktie ist dritte im Bunde, kann heute sehr gut ansteigen und ja, hier einfach wirklich nur auf den letzten Stopp oder noch ein kleines bisschen hochsetzen. Das ist jetzt hier für mich schon ein Basisinvestment und sollten sich halt die Märkte nach oben durchziehen, wäre ich dann wenigstens noch bei Apple dabei. Das war's, danke fürs Zuhören und morgen melde ich mich dann wieder.